schon wieder? Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Mhm. Bring das hinter uns. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal... Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Der ist unbelehrbar. Den werden wir wiedersehen. Leider. Was ein Wetter. Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa, Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva. Der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch. Links, zwei, drei, vier. Verwöhntes Pippi. Endlich. Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Wir wollten üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Geralt. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Ja, die hat wahrscheinlich auch den ganzen Tag nichts zu tun. Und es ist mit Sicherheit auch nicht schön, ständig unter Beobachtung zu stehen. Und der da? Hier. Weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke. Wie in den Romanen. Zieh das Schwert! Ich habe nur mein Stahl- und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Wenn die Dame drauf besteht, aber nicht, dass hinterher jemand heult. Im Fall des Falles habe ich ein Taschentuch für dich. En garde. Ich habe dir das letzte Mal schon den Hintern verbrannt. Na komm schon. Ey! Alles klar? Ja. Eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Immerhin. Wieso interessierst du dich überhaupt fürs Fechten? Ich langweile mich. Ich habe hier keine Freunde. Mein Vater hält mich an der kurzen Leine. Ein Bankett nach dem anderen. Ich hasse Bankette. Na, das können wir nachfühlen. Mhm. Öde Gespräche, schreckliches Essen, schwache Getränke. Genau. Mit dem Schwert in der Hand kann ich wenigstens etwas Spaß haben. Etwas Dampf ablassen. Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Oh, Geralt, der älteste Trick der Welt. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Scheiße, sie ist weggelaufen. Vaatra bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Allerdings. Verwöhntes Kann nicht mehr Bunny. Weit sein. Und der da? Ich glaube, hier so lange.
Freund und ich können uns zu dir setzen, dir ein paar Witten. Bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst. Das ist die Tochter des Botschafters Vaatre. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber. Hallo? Ich glaube, ihr habt die Dame beleidigt. Entschuldigt euch, so höflich wie ihr könnt. Vergib mir, meine Dame. Es tut mir so leid. Du bist dran. Sei höflich wie dein Freund. Verbeug dich und sei woanders ein Patriot. Lukas und Kore. An diese Namen werde ich mich erinnern. Und wenn der Kaiser Novigrad einnimmt, werde ich sie finden und dann werden sie büßen. Nur ruhig. Sie haben dir doch nichts getan. Sie haben ihre Hand gegen mich erhoben. Das reicht aus, um sie abzuschlagen. Die Stunde ist vorbei. Merk dir, was du heute gelernt hast. Sieht aus, als würdest du das Schwert noch oft verwenden. Ich verstehe dich nicht, Geralt. Warum regst du dich über das Schicksal von zwei Säufern auf? Die Welt wäre ein besserer Ort ohne... Du solltest jetzt nach Hause gehen und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Hat nix gelernt, die junge Frau. Aber auch gar nichts. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht, eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht, tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Das wollte ich jetzt gar nicht triggern, aber okay. Hohenschmied, Hochzeitsbegleiter, aha, eine schüchterne Anonyme. Aha. So. Ich werde die Quest jetzt aber nicht verfolgen. Wir wollen... Wir werden mit Räubern reden. Moment mal, wir haben hier noch eine Quest zwischendrin. Wo kommt denn die her? Und wir haben noch ein Fragezeichen. Und hier haben wir noch das Fragezeichen. So, hier war irgendwo... Hier? Nein. Was? Dann macht der Hexer Schlag! Und tschüss. Das war aber mit Sicherheit nicht die Quest, die ich hier haben wollte. Ah, da hinten. So. Es juckt. Ach Gott. Unsere Sterne sind
für das, was du getan hast. Ich habe gar nichts getan. Was ist hier los? Dieser Däuner hat Fistech an ein paar junge Elfen verkauft. Kontaminiertes Zeug, das alle anderen Konsumenten umgebracht hat. Lüge! Die wollen mich töten und mein Gold stehlen. Hilf mir, bitte. Du hast Gift verkauft. Schade, dass du nicht gesehen hast, wie die jungen Leute unter Krämpfen gestorben sind. Ihr seid doch alle... Ihr Elfen verachtet Menschen doch. Ihr wollt euch rächen. Aber der Untergang eurer Zivilisation ist doch nicht unsere Schuld. Halt den Mund, Giftmischer. Lasst mich nachsehen, ob er tatsächlich Fistech dabei hat. Wir haben ihn schon durchsucht, sogar die Stiefel, aber nichts. Der Bastard hat alles verkauft. Aber das macht ihn nicht unschuldig. Ich sehe keine Beweise dafür, dass er jemandem Fistech verkauft hat, geschweige denn Vergiftetes. Ihr könnt ihn nicht einfach umbringen. Dann stirbst du eben auch, Wattgern. Schade, dass du uns in die Quere gekommen bist und dich auch noch in den Weg stellst. Danke, Hexer. Verdammte Elfen, denen ist jede Entschuldigung recht, um mich auszurauben. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ohne Beweise kann man nicht einfach jemanden über den Haufen knüppeln. Ich meine, hätten die jetzt einen Beweis dabei gehabt, wäre ich die Letzte gewesen, die gesagt hätte, nö, lass ihn am Leben. Mit Fistech-Händlern habe ich so überhaupt kein Problem, also die umzubringen. Aber... es ist halt ein Problem, wenn du im Moment niemanden trauen kannst, ne? So, wir wollen noch ein Schmugglerversteck ausheben. Hier haben wir Ziegelbrenner. Was willst du? Ich bin Mux, Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe in einer ernsten Sache. Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Naja, nicht ganz. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut. Ja. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Das könnte die letzte Chance sein. Denn das sind die weniger. Lass mal hören wir hier das Schmugglerversteck aus. Hallo? Gerade sagen, Geralt. Langsam wird's witzlos. Ich hab doch gerade erst die Wäsche aufgehängt. Ach, ho! Was interessiert den Regen nicht, ob du deine Wäsche aufgehängt hast? Da wir haben jetzt 16,5. Okay. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Wunderbar. Phew.
Haben sie schon schön gemacht mit diesen Duftspuren. Bei diesem Regen kann keiner arbeiten. Okay. Hier rein. Ah, ja. Her mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Du hast schon einmal um sie gespielt. Spielst du nochmal? Du hast doch gerade eine Glückssträhne. Die könnte doch noch weitergehen. Du könntest recht haben. Spielen wir. So, Anführer wechseln. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Naja, das ist schon okay so. Was haben wir hier? Strömender Regen. Okay. Eine Runde gewinnt. Eine Gottverdammte Runde gewinnt. Zwei. Jo. Eigentlich können wir damit schon sehr gut leben. Okay. Wiederbeleben. Tja. Entschieden, kriegt er den Zuschlag. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen zocken. Ihm noch ein paar Karten aus dem Kreuz werfen, weil die Runde muss er gewinnen. Und in der nächsten werden wir ihn vernichten. Deswegen wir passen. Wichtig ist nur, dass bevor wir unser Dreiergespann da unten legen, wir sicher sein können, dass er keine Seuche mehr dabei hat. Ja gut, das juckt mich jetzt weniger. Das juckt mich jetzt schon eher. Aber gut, das ist ein Problem, das sich lösen lässt.
Achtung. Gewonnen. Ich bin nicht blind. Nimm die Scheißdinger. Nicht, dass jemand sagt, ich wäre kein ehrlicher Mann. Gut. Die Götter wissen, dass ich stets nur gut von dir reden werde. Mhm. Ich glaube, das interessiert ihn jetzt gerade weniger. Willkommen bei Zu den Sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Was gibt es heute im Menü? Oh, Gwindkarten. Was haben wir hier noch? Allraunliger. Kirschlicker. Ja, nehme ich. Verkaufen. Schade, dass wir den Rotz nicht mit loswerden können. Okay. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Okay, das wird jetzt ein sehr interessantes Match. Finde. In dem Fall. Es war so klar. Es war so klar. Das war die Tourkutsche. Jetzt hat er noch die Karte. Die Augenkarte wird ihm jetzt aber auch nicht mehr helfen. Aber mir wird sie helfen.
Ernsthaft? Das hilft dir jetzt auch nichts mehr. Ernsthaft? Ich meine, die Idee war ja gut, aber gereicht hat es trotzdem nicht. Aber das ist die Art von Glück, die man, auf die man dann gern baut. So, einen Greif haben wir gekriegt. Alles klar.